Die Stadt Espekamp liegt mitten in einem Wald. Deshalb wurde die Stadt anfangs auch Mittwald genannt. Espekamp wurde nach dem Zweiten Weltkrieg komplett auf dem Reißbrett geplant. Dabei legte man Wert auf ausreichend Grünflächen. Espekamp ist daher heute eine freundliche Stadt im Grünen. Aber überzeugen Sie sich selbst, quasi als Beifahrer oder Beifahrerin bei einer Autofahrt durch das grüne Espekamp, mitten durch die Innenstadt, entlang der Breslauer Straße und dem Grünanger. Beim Kreiseln im Kreisel lernen wir das östliche Ende der Breslauer Straße kennen. Wir biegen nun in die Breslauer Straße ein. Kernplatz, hier ist das Bürgerhaus und das Rathaus. Und hier trennt sich die Breslauer Straße in zwei Fahrspuren. Die beiden Spuren sind deutlich voneinander entfernt. In der Mitte dazwischen befindet sich ein langgestreckter Park, der Grünanger. Ihn werden wir in einer zweiten Umrundung auch noch kennenlernen. Wir erreichen das westliche Ende mit dem Atrium. In diesen Kreisverkehr münden neben der Breslauer Straße, der Einfahrt und hier der Ausfahrt, die Radener Straße, die hier weitergeführt wird. Radener Straße, Breslauer, nochmal Breslauer, Radener Straße. Wir verlassen jetzt den Kreisel und fahren in Richtung Osten. Vor allen Einzelhandelsgeschäften gibt es genügend Kurzzeitparkplätze. Das Rathaus am Wilhelm-Kern-Platz. In wenigen Sekunden wechseln wir virtuell den Sitzplatz. Bis jetzt waren Sie Beifahrer oder Beifahrerin, aber nun sitzen Sie quasi an der Stelle des Fahrers bzw. der Fahrerin und haben stärker einen Blick auf die linke Seite der Straße. Nach Überqueren des Wilhelm-Kern-Platzes kommen wir an die Stelle, wo sich die Breslauer Straße in zwei Fahrspuren teilt.
und in der Mitte der beiden Spuren befindet sich der Grünanger. Noch einmal nutzen wir den Kreisverkehr für eine Rundumschau. Beim genaueren Hinschauen können Sie bemerken, Kunst im öffentlichen Raum wird groß geschrieben in Espelkamp.